Name ist Peter Dietrich, bin also Einsatzleiter der Feuerwehr Gibbsfeld. Ja, also es kam hier augenscheinlich zu einem Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW. So wie sich das jetzt im Moment augenblicklich darstellt, hat wohl ein PKW eine Panne gehabt. Und aus unerklärlichen Gründen kam es dann halt zu einem Zusammenstoß zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Erschreckendes Bild, wenn man das Auto da so sieht. Ja, erstmal dieses Trümmerfeld über diese gesamte Länge hier der Einsatzstelle. Und Gott sei Dank bei Eintreffen der Feuerwehr also keine Insassen mehr im PKW. Die haben sich wohl selbst retten können. Also da kann man auch wirklich schon ein Stück weit von Glück reden, wenn man dieses Auto sieht und dann auch den LKW entsprechend dazu, Leitplanke. Also da ist wirklich alles gut gegangen, kann man so sagen, ne? Da unsere erste Einsatztaktik ist natürlich erstmal die Erkundung festzustellen. Anzahl der Verletzte, Verletzungsmuster können wir halt noch nicht so genau sagen. Und ob halt Personen eingeklemmt sind. Und das war halt hier nicht der Fall. Wie gesagt, kurz vor Eintreffen der Feuerwehr kamen halt alle Personen aus dem PKW. Wir haben 3 verletzte Kinder, einen erwachsenen Fahrer und dann halt einen LKW-Fahrer, der unter Schock steht. Die werden augenblicklich im Rettungswagen oder in den Rettungswagen und auch zum Teil schon in den Krankenhäusern behandelt. Wir haben erstmal nur zwei Rettungswagen waren erst alarmiert. Diese Anzahl haben wir dann entsprechend erhöht aufgrund der Anzahl der Verletzten. Und schlussendlich sollten hier 6 Rettungswagen auch gewesen sein. Aktuell sind wir mit 7 Einsatzkräften hier vor Ort. Wir haben noch eine Gruppe nachbestellt, also sprich nochmal 8, 9 Mann nachbestellt, weil wir die Polizei hier unterstützen müssen hier beim Aufräumen der Autobahn. Und wir haben noch zusätzlich einen Löschzug im Stadtgebiet, der den Grundschutz sicherstellt. Ja, wir werden, wie gesagt, gleich noch ein bisschen hier die Betriebsmittel abstreuen. Wir werden noch ein bisschen die Fahrbahn reinigen. Wir fangen da auch stellenweise schon an, da im hinteren Bereich. Und werden dann anschließend nach und nach die Einsatzstelle hier zurückfahren.
ja da an der anderen irgendwo her.